das Spiel habe ich schon seit längerer Zeit in meiner Sammlung und auch auf meiner To-Do-Liste. Aber irgendwie klingt der Name so generisch und dann auch dieser Publisher. Titus hat nicht gerade viele gute Spiele herausgebracht. Aber es wird jetzt endlich mal höchste Zeit, dort reinzuschauen. Was taugt Monster Max für den Game Boy heute noch? Das Spiel wurde von Rare entwickelt und von Titus Software bei uns in Europa 1994 veröffentlicht. Eine geplante Veröffentlichung in den USA wurde leider abgeblasen. Dieses lag wohl vor allem an den eher schlechten Verkaufszahlen, was aber wohl am Publisher Titus Software lag, da einfach viel zu wenig Stückzahlen zum Launch verfügbar waren und Nachschub nur schleppen kam. Die Geschichte ist mal erfrischend anders, also für Gameboy-Verhältnisse natürlich. Der Gitarrist Max tritt gegen den Fiesling Kront an, der Musik verbieten will. Und das geht natürlich gar nicht. Wie spielt sich das Ganze also? Als erstes fällt natürlich die nicht gerade gewöhnliche Perspektive für ein Gameboy-Spiel auf. Sie ist isometrisch. Das ist ja zu der Zeit immer ein recht ambitionierter Ansatz, spielt sich aber meistens eher nicht so toll. Das liegt vor allen Dingen an dem Steuerkreuz und den nicht übereinstimmenden Richtungen. Zumindest habe ich da immer etwas mein Problem. Hier ist es jedoch überraschenderweise trotzdem gut umgesetzt. Natürlich ist es mit den Richtungen hier und da mal etwas hakelig, aber grundsätzlich geht die Steuerung in Ordnung. Mit dem Steuerkreuz navigiert ihr durch die Räume und mit den Tasten könnt ihr Gegenstände benutzen, aber dazu gleich mehr. Ich habe jetzt zwar kurz den Elefanten im Raum angesprochen, aber was macht er jetzt eigentlich in dem Spiel? Im Prinzip kann man es eine Art Pseudo-3D-Puzzle-Plattformer bezeichnen. Ihr steuert Max durch die verschiedenen Level. Diese bestehen immer aus verschiedenen Räumen und ihr habt immer eine bestimmte Aufgabe zu lösen. Zum Beispiel macht XY am Levelende. Also müsst ihr euch durch die einzelnen Räume knobeln und so zum Beispiel Kisten verschieben, um eine sonst nicht erreichbare Tür zu kommen. Problem dabei ist jedoch, dass ihr im Prinzip nichts könnt. Also außer laufen und Sachen verschieben. Aber da kommen die verschiedenen schon angesprochenen Gegenstände zum Einsatz. Davon gibt es viele verschiedene, wie zum Beispiel Springstiefel, mit denen ihr, springen könnt, oder Minen, mit denen ihr Sachen aus dem Weg räumen könnt. Von den Dingern könnt ihr jedoch immer nur zwei auf einmal tragen und müsst so bei der Gelegenheit immer etwas durchwechseln. Das Item-Management hält sich aber meiner Meinung nach in Grenzen. Kombiniert man das Spielgeschehen mit der allgemeinen Aufmachung, erwartet euch hier vielleicht nichts revolutionär Neues, aber mal etwas angenehm anderes und eben kein tausendster Tetris-Klon. Das Spielgeschehen geht trotz der Ansicht recht angenehm von der Hand und euer Spielfortschritt wird mittels einer Passwortfunktion abgespeichert. Es macht durchaus Spaß, sich durch die Abschnitte zu knobeln, Kisten zu verschieben und Gegnern auszuweichen. Es ist echt schade, dass das Spiel damals so unter Marktwert verkauft wurde. Grafisch steht das Spiel auf jeden Fall ordentlich da. Die Ansicht ist recht gut geraten und die Umgebung und Charaktere sind relativ detailreich gezeichnet. Mehr kann man von so einem Spiel nicht erwarten. Beim Sound steht das Spiel ebenfalls gut da. Da merkt man auf jeden Fall den Einfluss vom englischen Entwickler Rare. Was taugt Monster Max für den Game Boy also heute noch? Ich bin mit null Erwartungen in das Spiel reingegangen und war dann doch sehr positiv überrascht. Bei Spielen mit so einer ISO-Ansicht bin ich eigentlich immer sehr, sehr skeptisch, aber das passt hier alles und das Gameplay fluppt gut von der Hand. Eine klare Empfehlung von mir aus. Das war der Test zu Monster Max für den Game Boy. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Menschen, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.